Jetzt kämpfen wir weiter gegen die Rocket-Arschgeigen. Ich hätte vielleicht kurz vorher noch mal ins Focus Center gehen sollen, aber scheiß drauf. Wir packen das trotzdem. Wir sind die geilsten Motherfucker dieser Welt. Es wird schon schief gehen. Okay, das ist sehr schlecht. Oh. Nehmen wir Hazard. Slimewalk. Mit Slimewalk habe ich irgendwie ständig das Gefühl, ich müsste Wasser einsetzen, weil er dann ja zerlaufen würde oder so. Aber nein, das ist nicht so. Wiese kann ich jetzt nicht mehr trainieren, Pirlo auch nur noch mäßig. Kümmern wir uns dann wahrscheinlich gleich mehr um Zlatan. In erster Linie wollen wir aber dann, ja, das Schwierige ist, ich habe einfach kein Pokémon, was irgendwas gegen Psycho ausrichten könnte, was positiv wäre. Aber weil ich glaube, dass Zidane mit Flammenwurf und auch so sehr stark sein könnte, werde ich mich größtenteils auf Zidane beschränken. Wenn der Level 46 ist, dann bin ich ja schon mehr als zufrieden. Ich meine, wir haben, gut, es war Omot und so, ne? Aber wir haben, die letzte Arena, die haben wir auch eben durchrannt und das, gut, es war schon Abrakan schlechthin, aber es, ja, ne? Es hat geklappt. Ja, das ist nicht schlecht, weil, ja, Dingens geht ja auch von, der ist vergiftet oder ähnliches. Oh, Hazard. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Hyperheiler dann. Da. Ja. Weiter geht's. Erste Halbzeit ist zu Ende. Manchester City gegen Crystal Palace. Bin ich jetzt hergegangen? Ja, ne? Ja, war richtig. Oder? gegen Crystal Palace 0-0 momentan. Boah, wo wir gerade bei der Mannschaft sind, das war mal eine meiner, oder... Ja, meine Zweitlieblingsmannschaft war Manchester City mal. Ich mag auch heute noch Manchester City ziemlich gut leiden. Weil, ja, ich mag die Spieler da. Aguero ist jetzt nicht so mega eingebildet, finde ich. Und wenn, dann habe ich es halt noch nicht mitgekriegt. Wer noch? Toure. Toure wechselt ja sehr wahrscheinlich bald nach Paris. Ich bin überglücklich darüber. Ich hoffe, das wird auch so kommen. Ich habe gestern schon auf, also ich habe im Moment nur die FIFA 15 Demo, weil ich habe keine Lust, mir FIFA 15 jetzt so schnell zu holen erstmal. Ist mir das zu teuer im Moment noch.
50 Euro für Fußballspiel, aber ich glaube, ich werde es mir trotzdem jetzt bald irgendwann holen, nächsten Monat oder so vielleicht. Ich meine, dadurch wird es nicht billiger werden, aber gucken. Schlafen? Dann, Entschuldigung, ich hatte kurz einen Blackout. Ich war am Überlegen, was ich als nächstes mache. Auf jeden Fall, wen mag ich noch von da? David Silva ist cool. Wen gibt's da noch? Der zweite Stürmer ist auch ganz in Ordnung. Aber was mir mal so aufgefallen ist, bei Manchester City ändert sich einfach total selten was. Also in den letzten Jahren ist da mal fast gar nichts passiert seit 2013. Fast. Frank Lampard. nein, ich will auch wieder raus. So. Ja, was gibt's sonst noch so? Nein! Nicht, aber. Wollte ich jetzt nicht. Hier war ich schon, ne? Das ist jetzt der oberste Stock. Ja, hier war ich schon. Boah. Scheint, als hätten wir alle besiegt. Da ist der Pate. Apropos, vielleicht, wenn mein Bruder ein richtig toller Bruder ist, ich hoffe, er hört das, noch rechtzeitig. Vielleicht kriege ich dann der Pate die Box zu Weihnachten. Auf Blu-ray. Nach Weihnachten werde ich euch dann auch erzählen, was ich ihm besorgt habe. Das ist auch ziemlich geil. Vielleicht macht er da auch so ein kleines Video zu, das zu zeigen. Wo ist denn Pokémon Center? Da unten. Ich bin gerade im Überlegen, könnten wir noch irgendwie ein Pokémon ablegen bzw. aufnehmen? Ich bin gerade im Überlegen, Alpollo. Eher weniger, ne? Aber wie wäre das denn? Ja, wobei in der nächsten Arena wäre Kikli und so total unnötig. Ich hätte gerne das Nocturne mitgenommen, aber nein, das ist unnötig jetzt. So, TM 34. Ich habe jetzt mal MT die Liste mit den TMs aufgeschlagen. Geduld brauchen wir nicht. TM 12. Aquaknarre. Überlege ich mir gleich mal noch. 1 ist Mega Heap. TM 4 ist Wirbelwind. 45 ist Donnerwelle. 11 ist, wieso durcheinander, Blubstrahl. TM 28 ist Schaufler. TM 8 ist Body Slam. TM 44 ist Erholung. TM 24
Donnerblitz. TM19 Geowurf. 30 ist Teleport. 18 ist Konter. 42 ist Traumfresser ist doch eine. Ist das eine Geist- oder Psycho-Attacke? Ist Schädelwumme. Lernt Dingen sowieso bald. 7 ist Hornbohrer. 2 ist Klingensturm. 32 ist Doppelteam. Jetzt mal überlegen, von denen, die wir gerade durchgelesen haben, was könnten wir gebrauchen? Mal eben gucken, Geowurf. Wie hieß es denn? Traumfresser. Ist das eine Geistattacke oder eine Psycho? Psycho. Scheiße. Ist auch keine Geistattacke unter den TMs. Ob das es nicht mal sicher ist, ob irgendwer von meinen Pokémon das lernen könnte. Das ist jetzt nur mal so überhaupt. Zu gucken, wo ist der Markt. Da können wir uns gerne mal wieder mit ein bisschen Zeugs eindecken. Nein. Leber. Superball können wir auch noch ein paar vertragen, wobei wir eh nichts fangen. Hypertrank auf jeden Fall. ¥30.000? Achso, doch haben wir. Ja, okay. Alles klar. Verkaufen? Haben wir Nuggets oder so? Ich glaube ein. Nein, das war in einem anderen Spiel. Leber, Superangel, Superheiler, VOMs, Supertrank. Nee. Bei. Nee. Passt schon. Wo ist das Gebäude? So. Jetzt kümmern wir uns um die Teleporter. Indem wir wie folgt vorgehen. Seite hier so. Das ist meine City. Die Locke versteckt. Nicht richtig? Das sah vorhin noch anders aus. Und überhaupt in Prismania City? Wir hätten schon die TM fliegen haben können. PTF. Was haben wir alles verpasst, ey? Ohne. Kleinen Moment noch. Hier, oder? Ja, wir haben das ja alles jetzt nicht perfekt nach Plan gemacht. Da. Ja, das ist so ein. Muss ich immer gucken. So. Ohne irgendwelche Teleporter zu nutzen. Besiege dabei alle Rüpel, die du besiegen kannst. Dann wird es Zeit, einzelne Teleporter auszuprobieren, um zu schauen, wohin sie führen. Hinweis, du wirst eventuell in einen Raum landen, den du vorher gar nicht betreten konntest. Runter für Abregelung, Gelaber.
Ach, egal. Also, da steht jetzt nicht, den Teleporter dann benutzen, den Teleporter dann benutzen. Heißt, wir gehen einfach von unten nach oben wieder und nutzen jetzt jeden einzelnen Teleporter mal aus. Den zum Beispiel. Der führt mich wohin? Dahin. Okay. Wohin führt mich der Teleporter? Hierhin. Hier konnten wir noch nicht hin. Was bist du für einer? Nein, ist sie nicht. So. Dann gehen wir wieder in den ersten Stock. So, die Reihe an. Wir sind zu Ende. So. Hier scheint kein... Doch, der. Da kommen wir hier wieder raus. Alles klar. So. Wir sind jetzt hier. 12, nein, bitte nicht. Du bist gar nicht Team Rocket. Glaube, nimm das hier. TM36 ist. Ich gucke jetzt nicht am PC, weil das wäre jetzt nochmal zu langwierig, da nochmal zu gucken. TM36. Finale. Wäre für keinen meiner Pokémon, glaube ich, nützlich. Ich wüsste keins. Den. Ich hoffe, ich habe hier noch alles so im Kopf, wie man welche ich benutzt habe. Ich werde jetzt hier alles Mögliche mit Glurak versuchen. Damit der auf jeden Fall Flammenwurf bekommt, das ist mir sehr wichtig für die nächste Arena. Ich meine, leveln werde ich ihn sowieso noch müssen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich könnte da nicht hin. Ah, hier hätten wir sogar hingekonnt, den haben wir wohl übersehen. Gut zu wissen. Den nutzen wir jetzt noch nicht. Weil hier können wir auch gleich noch ganz normal hin. Hier sind die ganzen Tafeln, gegen den haben wir schon gekämpft. Heißt, wir gehen wieder durch den Teleporter auch zurück. Durch den Teleporter wieder zurück und wählen den nächsten Teleporter an. Den hatten wir schon, ne? Das ist mit der Dame, genau. Bei den Betten führt mich in den Raum, wo es zu viele Teleporter gab. Rechts, links, oben immer ein. Hier das mit dem... Ah, okay. Also bin ich noch immer auf derselben Etage. Heißt, wir müssen noch hier hin. Was mich zu einem Item bringt, was ich nicht aufnehmen kann. Doch. Zu der TM9. Ich glaube, ich werde jetzt doch wieder die TM-Seite aufmachen, weil hier ist eh nichts mit große Info, was genau wo ist. Wie kommt man hier auf die TMs nochmal? T. Fertig. So, ja, dann wieder durch den zurück. TM9. Bodycheck. War doch TM 9, ne? Ja. So. Auch wenn ich von nichts anderem ausgehe, hier kommt man zu den Betten, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob wir es schon ausprobiert hatten. So, hier haben wir mittlerweile alles abgeklappert. Gehen wir einen weiter nach oben. Dann sind wir hier. Das ist... Ah, da ist das. Der müsste mich zurück in ein früheres Stock... Nein, doch nicht. Okay. Du nicht kämpfen wollen. Okay. Gegen einen Forscher erneut.